Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, es kam in den YouTube-Kommentaren eine Nachfrage und zwar, wie öffne ich mit der Pico 4 YouTube VR 360 Grad und 180 Grad Inhalte? Und das möchte ich euch einfach mal kurz zeigen, das ist ganz schnell erklärt. Also wir gehen einmal in die Bibliothek und dann haben wir hier die YouTube Web App, die öffnen wir einfach. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Wir geben einfach oben in der Suchzeile 360 Grad VR, 180 Grad VR. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Und ja, dann gibt es natürlich gute und schlechte Inhalte. Manche sehen richtig gut aus, manche eher nicht. Aber wir klicken jetzt einfach mal hier drauf. Manche öffnen sich auch so schon automatisch, wie es sein sollte. Und dann werden wir hier einmal auf Vollbild gehen. Ja, und schon sind wir im Film. Der hat sich jetzt komplett alleine so geöffnet, wie er sein soll, wie er... It is not often a mother has to lead her cub away from the pride. So, jetzt gucken wir uns das einfach mal kurz hier an. So, genauso sollte es halt sein. Wenn es nicht so aussieht, wir haben hier auf diesem Würfel die Möglichkeit, Video-Settings einzustellen. Hier können wir zum Beispiel den Winkel uns anschauen oder einstellen, was wir hier gerade momentan haben. Es gibt natürlich 180 Grad. Halbsphärebilder oder Videos, dann gibt es 360 Grad Sphärebilder und wir haben hier jetzt ein Cube Image und dann gibt es natürlich noch Side-by-Side 3D, oben unten 3D, das kann man dann natürlich auch einstellen. Wenn wir das jetzt einstellen, wie ihr seht, sieht nicht gut aus. Dann haben wir hier auch 360 Grad Sphäre, sieht dann auch nicht mehr gut aus und bei 180 Grad auch nicht. Aber bei manchen Filmen startet das nicht automatisch so. Und das muss man dann halt anpassen und das geht halt immer auf diesen Video-Settings und da können wir es dann halt einstellen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal einen anderen Film an. Vielleicht sehen wir auch mal was, was nicht so gut aussieht. Mal schauen, was wir hier haben. Venedig. Ja, hier sind wir auch jetzt mitten im VR-Film. Hi and welcome to another episode of Gorilla Travels. We are in a city that's married. So, ich mache einfach mal Pause. Ja, das hat sich auch komplett von alleine so geöffnet, wie es sein soll. Also überhaupt kein Problem. Natürlich, wie ihr seht, manche Sachen sehen gut aus, manche nicht. Also hier dieser Schnitt, der sieht überhaupt nicht gut aus, diese Zusammensetzung. Aber ja, so geht's halt. Wenn ihr es nicht habt, dann einfach hier Video-Settings einstellen. Das, was für das Video, was ihr gerade anguckt, passt. Und schon geht's halt los. Hier kommt er immer wieder zurück in diesem normalen Bildschirm auf diese zwei Pfeile. Und hier könnt ihr auch nochmal komplett zurückgehen. So, das machen wir jetzt auch nochmal. Schauen wir hier mal kurz rein. So, hier sind wir auch schon. Wow. Man bewegt sich jetzt hier schon durch. Ja, passt auch. Also, das sind die 360 Grad Videos bei YouTube. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so wirklich geflecht von der Qualität halt. Ja, normalerweise muss man eine relativ hohe Auflösung haben, damit sich das Ganze auch lohnt. Wir können jetzt einfach mal eingeben, wenn es in diesem Menü geht, geht nicht. Jetzt gehen wir das mal hier ein. Machen wir einfach mal 180 Grad. VR 8K. Ja, das können wir mal machen. New York City 8K. So, hier sind wir auch. 8K New York City und das sieht natürlich auch schon um einiges besser aus. Hier darf man natürlich nicht Motion Sickness anfällig sein. Ja, so sieht's aus. Natürlich haben wir hier oben Biegung und so. Also irgendwo müssen diese Bilder natürlich zusammengesetzt werden. Läuft aber auch nicht so flüssig, muss ich sagen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, geholfen, falls ihr das noch nicht kanntet. Also ich möchte natürlich auch kleine Videos machen für Anfänger, die jetzt sich gerade erst die Pico geholt haben oder die Quest 2 geholt haben. Also die App ist bei beiden gleich und die Einstellungen über diesen Würfel sind auch gleich, aber meistens stellt ihr das genauso um, wie wir das haben müssen. Wie gefällt euch dieses YouTube VR? Gerne mal in die Kommentare. Also ich bin jetzt nicht wirklich
ja, Geflecht davon, seit ich die Immer-Galerie getestet habe, von Immer VR, ja, da diese Drohnenbilder, ja, das hat mich richtig geflecht. Hier das, es ist schön mal anzuschauen, aber das war es dann auch. Aber ja, könnt ihr gerne mal eure Erfahrungswerte in die Kommentare packen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button natürlich nicht vergessen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da bin ich. Tschüss.